Servus und willkommen zurück zum nächsten Part von unserem Northgard-Spiel. Ja, willkommen wieder bei Powerplay. Ja. Jetzt geht's weiter. Ja, Kevin ist natürlich auch am Start. So wie sie es gehört, schön. Ja, ich bin nicht abgehauen. Noch ein bisschen. Nee, noch ist er nicht abgehauen oder besiegt worden, aber es kommt schon noch. So. So, mal schnell mein Festmahl gemacht, weil gleich ist meine Nahrung weg. Ah, genau, ja, Festmahl auch ganz wichtig. Jetzt gehen wir mal hier rüber, weil wir wollen jetzt hier hinten noch das Feld da einnehmen. Unser Heiler, den Fischer halt er jetzt, also der Heiler, der halt hier irgendwie ganz komisch durch die Gegend, muss ich sagen, bei mir. Okay. Also der halt mal über die ganze Karte einfach hinweg. Das ist doch kein schlechter Heiler. Ja, ich hab, jetzt habe ich 32, ah ja, okay, durch das Festmahl, stimmt. Durch das Festmahl habe ich jetzt zu viel dazu bekommen. Rattenplage, die macht mir jetzt irgendwie gar nichts, weil ich habe ja hier meine Silos. Ich habe 40 Nahrung verloren. Hast du keine Silos gebaut, oder? Doch, habe ich, aber der eine hat nicht gereicht. Ich habe eben so viel Nahrung über. Okay, jetzt ziehen wir mal unsere Soldaten hier runter. Oder was haben wir denn hier oben noch? Nee, da brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber das Eisen wäre nicht schlecht. Weil, aber ich will hier noch das zweite Steinfeld einnehmen. Weil Stein wird mega wichtig werden. Da hinten setzen wir jetzt auch gleich mal einen Steinbruch hin. Wo haben wir denn? Wo haben wir den? Ja, super, jetzt ist das auch noch fertig geworden. Jagdhütte? Ne, Jagdhütte brauche ich noch gar nicht. Steinbruch. Oder Erz. Brauerei. Schafstall. Ach, hier unten ist das Bergwerk. Genau, jetzt hat's auch. Jetzt brauche ich ja bloß wieder so einen Heini. Hier haben wir noch einen, der läuft hier nur rum. Und wir müssen noch einen Skillpunkt noch verteilen. Oh, den habe ich auch noch hier bei mir, sehe ich gerade. Da machen wir jetzt mal hier, dass die Kosten verringert werden. Und danach... Ja, genau, wir machen dann hier noch Fleiß, weil das eigentlich recht wichtig ist. Wir können nämlich jetzt gleich unsere Gebäude auch verstärken. Oh, Zufriedenheit, null. Da muss ich mich auch gleich mal drum kümmern. Bauen wir mal hier noch eine Brauerei hin. Natürlich, Alkohol gibt natürlich Zufriedenheit. Ist ja ganz logisch. Das habe ich auch schon festgestellt. Ja, genau. Auf einmal sind sie wie, keine Ahnung, wie Hühner durch die Gegend gehüpft. Genau, jetzt heil doch mal den. Einige von uns haben gerade nichts zu tun. Ne? Wäre mal schön, wenn du hier mal den heilen würdest. Wie sind denn das? Ach du Scheiße. Es sind 4 Wölfe. Da werden wir noch ein paar Soldaten brauchen. Wir können, glaube ich, nur maximal 2, glaube ich, waren das pro Gebäude, gell? Außer du wertest das halt auf. Dann sind es 3. Und es gibt sogar auch ein Volk, wo man das sogar auf, unter den Wissensbaum auf 4 aufwerten kann. Ja. Hä, ich habe doch jetzt gerade... Was ist denn hier los? Ich habe doch gerade gesagt, du sollst hier die Brauerei bauen. Wir brauchen Schnaps. Und das ist relativ schnell. Immer diese AFKler hier. Ja. Muss ich anscheinend doch in das Gebäude da hochgehen. Jetzt schicke ich die dreimal da hoch wieder, dass sie sich voll heilen. Weil hier einer ist schon bekloppt von mir. Der ist ganz traurig. Verstehe ja auch nicht, warum es. Ja, wenn ich jetzt in dem Sektor bin, jetzt. Ja, jetzt heil er wieder. Sehr schön. Da haben wir auch 2. Jetzt haben wir bloß 1 Nahrung noch für den Winter. Das reicht doch mal. Wir haben jetzt keine Bevölkerungserhöhung ja gerade. Bei mir sind die alle unzufrieden. Hast du nicht trotz schon eine Brauerei gebaut? Oder? Ja, trotz Bier sind die alle unzufrieden. Okay. Aber ich hoffe, das bringt bei mir wenigstens was. Auf jeden Fall... Ja, die Unzufriedenheit wächst. Es passt schon. Das ist die Frage. Hier, wo ist denn jetzt der Gelbe? Der... Geht hier gar nicht. Jetzt werden wir hier schon wieder angegriffen. Hey, jetzt kommen hier sogar 2 Wölfe. Ja, hier stirbt jetzt der eine. Ja, der killt jetzt hier unsere 2 Dorfbewohner. Oder? Oh. Ja, 2 Dorfbewohner hat der mir gezogen. Hier von der Fischerhütte im Winter. Das tut weh, weil Dorfbewohner sind rar gesät. Ja, das dauert halt wieder ewig, bis die wiederkommen.
Aber ich muss jetzt... Hä? Was ist denn das hier jetzt? Okay, jetzt schlagen sie zu. So, jetzt können wir die wieder zurück. Jetzt müssen die nämlich wieder verarzten. Ja, und du? Ich habe dir doch gerade den Befehl gegeben, da hinzugehen. Ach, ja. Ach so, ein Speer. Wo ist denn mein Speer jetzt? Ach, Speer ist schon tot. Okay, auch gut. Dann nehmen wir jetzt mal hier den Dorfbewohner. Den brauchen wir nämlich hier wieder ein Speer, dass wir hier hinten das holen können. Ach stimmt, und einen Dorfbewohner muss ich der Brauerei noch zuweisen. Hä? Okay, jetzt muss ich warten. Hier brennt's? Was? Ja, bei mir brennt's. Muss so löschen. Ja, das kann ich, glaube ich, nur mit normalen Dorfbewohnern oder so. Jetzt, ich habe keinen normalen mehr. Ja, dann musst du einen zurücksetzen, also einen wieder zum Haus zurückschicken. Den hatte ich gerade in der Brauerei. Reparieren. Ja, das. Ah, jetzt kommt einer raus von den Heinis. Hey, ich glaub's ja nicht. Hey, warte mal, Moment mal. Ich habe kein Geld mehr. Ach du Scheiße, ich habe null Geld. Das ist natürlich jetzt richtig ekelhaft. Wie komme ich jetzt an Geld? Hier ein Handelsboss, den brauche ich unbedingt. Der muss sofort gebaut werden. Sonst schaut es hier richtig scheiße aus. Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Oh, neuer Titel Tane bei mir. Warte mal, ich mache mir hier nochmal ein Festmahl. Dieser Titel gibt mir die Kraft, eure militärischen Einheiten erhalten einen Angriffsbonus von 15% bei Kämpfen außerhalb eures Hoheitsgebiets. Ja, ist unglaublich. Jetzt brennt hier schon wieder so eine Hütte von mir. Oh. Nee, du bleibst jetzt hier drüben. Hast du zu wenig Holz? Nee. Machen wir hier noch Fleiß, dass wir hier die aufgewerteten Gebäude. Ich hatte gerade einen Drauger angegriffen, so ein fettes Vieh. Erweitern wir mal. Ah, okay, jetzt ist hier der Stein erschöpft. Jetzt. Wenn wir hier mal. Ich brauche unbedingt Kohle. So, unser Bergbauvorkommen ist jetzt hier erschöpft. Dann ziehen wir die mal hier rüber, machen wieder ganz normale Dorfbewohner draus. Und ein Speer, den brauche ich auch nicht unbedingt. Der muss nämlich hier hinten plündern. Ja, jetzt habe ich wieder plus... Ja, plus zwei. Wir brauchen mehr Häuser. Ja, ihr seid mir schon Vögel hier. Im Winter kracht dann die Nahrung komplett zusammen. Es kann jetzt auch sein, dass ich so viele Abzüge habe durch... durch den Fail vorher gerade von mir. Der bringt mir eigentlich nichts, der Stein der Weisen erstmal. Aber ich will so einen Hafen hier. Ja genau, hier kann ich einen hinbauen wenigstens. Ich muss mein Gebiet ausweiten. Ja, es hilft nichts, ich muss hier rüber. Dann brauchen wir noch... Genau, dann machen wir hier nochmal Schilde. Ich kann auch auf dem Marktplatz, glaube ich, kann ich doch einkaufen, oder? Nee, das war nicht am Marktplatz. Irgendein Gebäude konnte man einkaufen. Das ist der Marktplatz, doch. Mit dem Handelsposten. Ja, doch. Mit dem Handelsposten kannst du normal Geld generieren und Handelsroute aufsetzen. Und mit dem Marktplatz kannst du die Ressourcen ein- oder verkaufen. Stimmt, so rum war das. Genau. Jetzt würde ich mal die ganz gerne hier mal abreißen. So, der soll ja gleich mal rein. Oh ja, hey, genau. So, jetzt habe ich aber keinen freien Dorfbewohner mehr, fällt mir gerade auf. Dann müssen wir uns irgendwo einen rausziehen.
Den Speer, genau, den Speer brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, ich brauche auch ein neues Haus, aber wie lange ist noch... Ey, was ist denn im Winter? Das ist ein Schneesturm. Oh. Ja, ein Schneesturm ist nicht zu spaßen. Das finde ich das Heftigste. Also, ja, das ist schon... Das verdoppelt quasi den, oder fast verdreifacht sogar den Wintereffekt. Ja, deswegen ist es jetzt... Wie viele Einwohner hast denn du jetzt schon insgesamt? 22 von 22. Oh, da hast du aber schon mehr als ich. Ja gut, aber... Ich finde hier keine Nahrung mehr, so irgendwo, wo ich Nahrung bauen könnte. Ich habe Angst vor dem kommenden Winter. Geh mal hier, jetzt gleich mal hier. Starten wir mal einen Raubzug. Ich habe plus 3 Nahrung. Ja. Aber das ist ja eigentlich nicht viel, sag ich mal, wenn der vor der Tür steht mit Schneesturm. Das ist sehr wenig. Ich habe plus 7, minus 7 gerade sogar. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, ich baue jetzt aber auch nochmal ein Haus. Seefahrer, Meister, Brauer. Ja, den Heiler, den tun wir jetzt mal umsetzen. Mal schauen, ob wir mit der Armee jetzt mal hier diese Wölfe da weghauen können. Ey, da hab ich nichts. Das hat eigentlich nicht wirklich viel gebracht. Ja, oh mein Dauber, ich hat grad zwei von meinen Leuten gebracht. Was hat zwei von deinen Leuten gebracht? Ja, dieser Fette da, dieser Dauger, dieser Krieger. Ach so. Oder nur einen umgebracht, aber trotzdem. Einer tut auch schon weh. Jetzt machen wir... Bauen wir nochmal ein Haus. Die müsste ich jetzt eigentlich mal zurückschicken. Ach, ich habe ja jetzt keinen Heiler gerade mehr, das stimmt ja. Und hier ist ja der Gelbe, hier müsste ich eigentlich zuerst mal am Wachturm dann bauen. Also ich mal zuerst mal ein bisschen Ruhe vor dem. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir an Eisen rankommen, weil Eisen ist auch nämlich für den Krieg relativ wichtig. Naja, super, zu dem Gebiet kommen wir jetzt da oben auch nicht mehr. Ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht gesehen, wo bist du denn eigentlich? Du bist der Grüne, oder? Ja. Achso, ja, dann können wir den Gelben, der ist ja genauso zwischen uns. Ja, der Gelbe sitzt mir auch ziemlich da unten, also der hat da gerade ein Gebiet von meiner Nase eingenommen. Ja, hier hat er nämlich auch ein Gebiet eingenommen, was ich dringend bräuchte. Das war ziemlich nämlich nicht so toll. Ja, hier können wir Stein abbauen. Jetzt hoffe ich mal, dass mir die Nahrung reicht für den Winter. Ja, komm, ich bräuchte nur einen Dorfbewohner. Ich müsste die eigentlich mal kurz dahinter schicken zum Heilen, ja, das ist das Nächste. Ah, okay, wir können den Nächsten. Dann machen wir jetzt mal... Ja, weniger Brennheitsverbrauch. Ist jetzt schon mal wichtig, dann... weniger Nahrungsverlust im Winter, genau, perfekt. Das ist jetzt echt gut. Ja, so viel Wissen habe ich fast. Ah doch, jetzt müsste ich es doch haben, oder? Jetzt greife ich hier schon wieder so ein... Hey, nee, komm, zurück, zurück, zurück! Verpisst euch von diesem Scheiß. So, jetzt hat's, kommt. So. Okay, jetzt... Wo haben wir jetzt Dorfbewohner? Hier haben wir jetzt einen, der soll ein Heiler werden. Ja, ich habe schon minus 6 Nahrung und der Schneesturm war noch gar nicht. Ich habe jetzt schon minus 9. Aber ich habe auch nur 300 auf Vorrat. Wie sieht bei dir aus? Ja, ich habe auch nicht viel auf Vorrat, muss ich gerade sagen. Er hat mich da unten auch wirklich richtig scheiße zugebaut, das Arschloch. Der setzt mich hier richtig unter Druck, der Kerl. Ja. Ich komme hier oben, hier wäre noch ein... hier ist der andere auch noch. Der blaue. Ja, der ist bei mir auch noch in der Nähe. Sehe ich jetzt gerade. Er hat sich aber nicht so ausgebreitet, wie der Gelbe das gemacht hat. Ja, aber der Blaue, ja, der ist hier vor dem... Ich kann es nicht einnehmen, bevor... Jetzt kommt der Schneesturm auch noch. Und mir steht Verhältnis mit den Riesen 7%.
Hm. Ach, du handelst schon mit denen, oder? Ja, ich versuche die irgendwann zu mir zu ziehen, weil, ja, Krieg ist unausweichlich. Jetzt habe ich schon, oh, ach du Scheiße, jetzt habe ich schon minus 15 Nahrung. Minus 24. Ja. Oder wenn das lang. Jetzt versuche ich. Ich habe auch nicht so viel Geld, muss ich sagen. Das ist auch das nächste Problem. Hier, Daumen. Hier ist so ein Speer. Ich glaube, ich könnte nämlich hier durch diese Wolfshöhle. War hier nicht noch eine Wolfshöhle? Ne, scheiße, hier war gar keine. Dann soll der Speer wieder zurückgehen. Und soll Nahrung sammeln. Boah, minus 17. Boah. Er sieht auch nicht gut aus. Das zieht sich ja runter bei mir wie nochmal was. Kaufe 3 Nahrung für 6. Ich hoffe, der Winter ist bald vorbei, sonst schaut es echt mies aus. Boah, die Nahrung geht runter. Alle Leute abgezogen. Noch minus 14 jetzt. Aber 90 nach. Ich hab. Ach du Scheiße. Er war im Moment mal. Arschknapp. Das war. Ach, Scheiße, ich müsste ja noch mein Gemeindehaus erweitern, fällt mir gerade auf. Oh, der ist vorbei, endlich. Gott sei Dank. Ja, jetzt habe ich bloß noch minus 4 Nahrung. Jetzt plus 3, ja. Das ist echt das nächste, was ich unbedingt machen muss. Ich muss mich um das Nahrungsproblem kümmern. Jetzt lasse ich mal mein Gebäudehaus ausbauen. Jetzt gerade einen Verteidigungsturm gebaut. Ja, habe ich auch eingebaut. Aber ich habe hier echt keine Nahrungsfelder mehr. Das ist echt beschissen. Das kommt gut. Ich müsste mich nochmal noch ausbreiten, aber wohin? Hier oben bräuchte ich das Eisen dringend. Ich habe hier auf keinem Feld mehr irgendwie Nahrung. Den Stein bräuchte ich ja auch mal. Dann müssen wir jetzt bauen wir jetzt gleich mal noch eine einen Berg weg. Setzen wir jetzt mal den einen rein. Ja, und dann sind wir schon am Ende angekommen der Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und wenn ihr weiter zuschauen wollt, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Also, ciao Leute. Ciao.